Das ist die Mobius Action Cam. Sie filmt in Full HD und 30 Frames und HD und 60 Frames. Fotos kann sie in einer Auflösung von bis zu 2304x1536 Pixeln schießen. Sie hat eine Länge von 61 mm, eine Breite von 35 mm und ist nur 18 mm stark. Ihr Gewicht beträgt gerade mal 39 Gramm. Im Standardpaket sind die wichtigsten Dinge schon mitgeliefert. Eine Bedienungsanleitung, eine MicroSD-Card mit Adapter, ein Innenbusschlüssel, eine Kamerabefestigung, ein Adapter für Stative, ein USB-Kabel und die Kamera selbst. Nun zur Bedienung. Das sind Kühlkörper, keine Knöpfe. Diese braucht die Kamera, da sie beim längeren Film oft sehr heiß werden kann. Hier ist der Ein- und Ausknopf. Dies ist der Modusknopf, mit dem man die verschiedenen Modi einstellt. Und das ist der Auslöser der Kamera. Nochmal langsam. Die Kamera wird angemacht. Zuerst leuchtet die Lampe blau. Sobald das gelbe Licht erscheint, ist die Kamera einsatzbereit. Gelb steht auch für den Modus 1, das heißt, die Kamera filmt jetzt in Full HD. Sie filmt, wenn das Lämpchen blinkt. Die Aufnahme wird durch erneutes Drücken des Auslösers beendet und die Lampe leuchtet wieder einheitlich. Drückt man jetzt auf die Modus-Taste, schaltet man in den Modus 2. Die Lampe leuchtet blau. Jetzt nimmt die Kamera mit HD auf. Das Film an sich funktioniert genauso wie in Modus 1. Beendet man das Video und drückt noch einmal auf die Modus-Taste, kommt man in den dritten Modus, den Fotomodus. Das LED leuchtet jetzt rot. Auf der Rückseite der Kamera befindet sich noch ein USB-Anschluss zum Laden oder zum Exportieren der Aufnahmen. Hier steckt die MicroSD-Karte. Die Kamera nimmt Karten bis zu 32 GB. Nun aber mal zum Interessanten. Da die Kamera bei den Modellpiloten einen sehr guten Ruf hat, wollte ich mich mal selbst überzeugen. Also habe ich sie zusammen mit einem Freund auf ein Modellflugzeug gebaut, was ihr hier im Bild seht. Und die Luftaufnahmen beeindruckten uns sehr, aber seht selbst. Just to see the smile upon your face.